Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute steht am Programm Rapid gegen Schalke 04. Deswegen wird es später noch ins Allianzstadion gehen. Aber bevor es da hingeht, gibt es auch eine kleine Stärkung. Melvin ist auch dabei, sitzt schon im Lokal drinnen. Wir sind heute in der Vorgartenstraße bei Mochi Rahmen. Wir beide haben uns einen Rahmen bestellt. Ich zeige euch dann gleich, wie es ausschauen wird. Ich nehme euch mit rein, denn es regnet draußen. In dem Sinne, geht's jetzt rein. Wir sind nach innen angekommen. Wichtiges Accessoire auch am Start. Muss man filmen, aber unten sein. Melvin, was hast du bestellt? Dein Kurzo. Rahmen. Wir haben uns dazu ein Leitungswasser geholt. Service-Entgelt. Für mich gibt es nach auf jeden Fall ein Radler. Melvin weiß noch nicht ganz sicher. Und in dem Sinne warten wir mal aufs Essen. Ich zeige noch ein bisschen Sneak in die Küche, weil die ist gleich links da bei uns. Da sieht man die Küche gleich links. Einige Leute huschen von links nach rechts. Schaut geil aus. Ich freue mich aufs Essen. Essen ist angekommen. Melvin, zeig mal, wie isst man das eigentlich richtig? Ein bisschen Brühe kosten. Gut as always, aber die Nudeln sind noch ein bisschen zu heiß, also langsamer, Step by Step, wie auf den Stepper. Das werden wir uns auf jeden Fall gönnen, schaut schon mal sehr geil aus, habe ich bisher noch nicht gegessen und bei Melvin probiert, werde euch sagen, wie es schmeckt. Highlight ist auf jeden Fall das Ei, meiner Meinung nach. Kostet als erstes die Brühe. Ich muss sagen, man schmeckt gut gesalzen und man schmeckt ganz stark dieses Schweinearoma raus. Halt mit Schweinefleisch wurde es gemacht, deswegen schmeckt sehr stark aus. Überhaupt nicht schlecht, überhaupt nicht negativ vom Schwein, sehr, sehr geil. Mal schauen, wie der Rest ist, werde ich up to date halten. Jetzt bin ich kommen zum Highlight. Das Highlight ist eben dieses Ei. Und die Geister scheiden sich ein bisschen, ob man es trennen isst oder ob man es trennt, wenn man einen flüssigen Kern innen verteilt. Ich werde ihn heute erst mal verteilen, normalerweise esse ich ihn immer. Und wie ist jetzt so aufzumachen? Man sieht, glaube ich, jetzt, wenn man... Der Profi. Man sieht, es ist flüssig und es ist komplett geil. Ich werde es ihm diesmal aber reingeben, auf die Nudeln. So. Mal schauen, ob es die richtige Entscheidung war. Gegessen werden muss es Ei trotzdem, deswegen rein da. Das Ei ist das absolute Highlight, das ist so geil. Ich kann nicht sagen, wie es genau heißt, dass man diese Art halt dieses Ei zu machen, wirklich in Sojasauce eingelegt. Das ist zu geil. Bei jedem Rahmen, es muss dabei sein. Kleines bisschen ist noch über, das war auf jeden Fall sehr, sehr lecker und das gönne ich mir jetzt auch noch. Mein Löwe, mein Bär. Vaslajani. Ein Architekt. Sehr geil, was soll ich sagen? Steppe gibt es nachher draußen, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Da kann ich schon sagen, sehr lecker und gute Stärke auf jeden Fall für die Kälte draußen. Es gab jetzt gerade kein Statement von uns, weil Melvin wollte unbedingt zu Tasty Retro gehen. Man kennt ihn gleich von TikTok, zum Chris von Tasty Retro, aber er hat nicht nachgeschaut. Freitag, 9.12. ist zu. Auch wenn wir heute nicht ins Tasty Retro reingekommen sind, nachdem es zu hatte, hat uns netterweise der Besitzer vom Dönerladen nebenan eingeladen, reinzuschauen, hat uns ein bisschen alles gezeigt und das zeige ich euch jetzt. Ihr seht, Pizza da, dort die ganzen Belege, hier der Spieß, ich komme rein und zeige es euch von drinnen noch. Die Vitrine, sehr breit gefächert, schönes Gemüse, schaut frisch aus, alles voll gefüllt. Drüben die Pizzaschnitten haben wir schon gesehen. Der Chef vom Dienst. Warum ist eine Tomate drauf? Dass dieser Wasser kommt runter, Geschmack. Ah, okay. Kocht gerade, kommt Wasser und bei Lammfleisch oder Kalbfleisch schmeckt sehr gut. Ich habe es noch nie gesehen, nämlich. Selbstgemachtes Brot. Frisch. Schaut auf jeden Fall vielversprechend aus für ein leckeres Kebab. Alibaba, Brot Baba. Sie können gerne besuchen uns in 50 Kreisdorf, Straße Nummer 9. Aber nachdem Melvin jetzt trotzdem noch ein bisschen Hunger hat und keinen ganzen Döner essen wollte, hat er sich einen Leberkäse geholt. Ja, schöne Grüße gehen raus an Kevin Wittek, weil die besten Leberkasse gibt es beim 1-Euro-Spar. Wittek mit K. Wir sind endlich angekommen mit U-Bahn-Station Pilgrimgasse oder so. 6, 7, 8 Stationen sind es. Wir fahren jetzt nach Hütteldorf, düsen zum Stadion und ab zu Rapid gegen Schalke 04. Oder wie er sagen würde, als Bayern-Fan Schalke 07. Wir waren vor U1, jetzt fahren wir U4 und es ist immer auf der anderen Seite, fahren 4 U-Bahnen, bis bei uns mal eine kommt. Ich checke es nicht und er checkt es auch nicht. Oder checkst du es? Na, Aufnahme, checkst du es? Checke nicht, check ja nicht, bocke nicht, bocke ja nicht. Wir sind angekommen beim Rapid-Stadion. Müssen wir da vorne um die Ecke und herum, denn wir sitzen jetzt Sektor 9, schön mittig auf der Längsseite. Leider heute nicht da drinnen, VIP, aber das wird auch wieder kommen. Wir sind auf unsere Plätze angekommen, anderes gedacht, wir wissen nicht, warum wir sitzen weit rechts, aber wir sehen es eh gleich. Es gab gerade Impfwerbung im Stadion, damit es keinen Lockdown mehr gibt. Fans pfeifen. Einige Fans mitgereist, kann man nichts sagen, für so ein Freundschaftsspiel ist. Gut gefüllt. Man gerade hat es schon gesehen, aber auch im Block West. Einige Leute da, natürlich Freundschaftsspiel und nicht alles voll, aber nicht schlecht gefühlt. Aber natürlich ruhig. Schon sogar beim Freundschaftsspiel wieder auspfiffen. Der war Arsch, der Freistoß. Guter Abschluss. Der streift das Outfunnel. Man kennt heute eigentlich nicht viele Spieler.
Außer vorne Stürmer Simon Terodde ist am Start. Sehr geil, dass der mitspielt. Ich schwenke gerade in Erinnerungen. Letztes Mal da drüben in den VIP-Plätzen. Zeit wird es also wieder rüberkommen. Schalke schießt das 1-0. Das erste Mal, seitdem ich filme mit dem Handy, dass ich das Tor nicht erwische. Ich dachte mir so, ja, ich mache schnell eine Story auf entspannt. War schön gespielt, ich habe es gesehen, das sehe ich nicht. Guter Stangler, Jonas auch wieder schwach ausgeschaut. Natürlich genau, wenn ich meine Story für Instagram mache. Schalke 1-0. Er hat gerade noch gesagt, wir haben nur 25 auch gerobbt, wenn es kein gutes Spiel, wenn es keine Tore gibt. Nur 8 Minuten gespielt, 1-0. Singen sie Welle, ich hüpfe das Austrianer. Aber gut auch, dass die Fans ein bisschen wach werden, dass es ein bisschen stimmungsvoller ist. Es ist immer so ein ganz, ganz ruhiges Spiel die ganze Zeit. Und sie so, wer nicht hüpft, der ist Borussia. Wer nicht hüpft, der ist Borussia. Mal schauen, Rapid gegen Schalke. Rapid nur Songs oder Lieder halt gegen die Austria. Und Schalke die ganze Zeit gegen BVB. Bist du deppert, meine Arsch. Schieß doch! Die hätte ich schon gerne. Ja, ja, schon klar. Guter Schuss. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, da bin ich bisher ein bisschen unglücklich im Angriff. Oft den letzten passenden Schuss spielen, aber jetzt sehr gute Aktion. Ja. Oh, mit Ferschal wieder. Ich glaube, der ist so nicht wahr, das funktioniert nicht. Nie. Mit Ferschal. Bis. Chancenlos. Ist schon ein feiner Stürmer. Hast du ihn gesehen? Nein. 31 Minuten, 2-0, wie ist das Tor drauf? Sehr, sehr schön reingespielt und Abschluss von Terodde war krass. 0-4. Fans sind auf jeden Fall da, 2-0 vorne, aber ist klar, dass die Stimmung gut ist. Sehr guter Pass. Das war der richtige Pass. Oh. Bist du deinem Lieblingsspieler? Ja. Coach. Richtig schwer. Nicht mehr Masse, der ist frustriert. Aber sehr gute Chance auf Buchstaben, muss man sagen. Er könnte mittlerweile schon ein Tor gemacht haben. Bitte? Oh, er nimmt. Was macht der? Was macht er denn? Ich glaube, er ist ein bisschen übermütig. Wie kann Terodde so frei vorne zum Ball bekommen? Nicht die Chance schlecht genutzt. Hat sich den Ball nicht angehört, aber draufgehauen. Ja, am nächsten Mal, was rausgekommen ist. Pass noch. Die zweite Halbzeit begonnen. Rapid und Schalke haben beide sehr, sehr viel ausgewechselt. Nicht alle 11 Spieler, aber doch einige. Das ist der Gnase! Der Gnase! Das sagt er ja, der Gnase war! Der war extrem geil, der Freistoß! Den hat er eingeschweißt wie ein Katzweiter! Unsere Nummer 8, Christoph! Gnase! Danke! Bitte! Der war geil, was soll ich sagen? Da sind die Fans auch aufgebracht. Er ist komplett laut. Bist du Depper, wie kann ich ihn denn nicht aufs Tor bringen? Oh, er legt den Fuß den Ball auf. Zirko! Bist du Depper? Von Bajic, sehr, sehr gute Chance. Schießt den Tormann an. Und Morvan, der haut einfach drauf. Der Ball, den zieht es nach links gerade weg. Testspiel, Rapid gegen Schalke 9100 Fans, das kann man eigentlich lassen. Kein Abseits. Was? Nein! Was am Spielen? Also das ist wirklich kompletter Bullshit. Heute darf ich mal Roman Mehli spielen und euch hier eine perfekte Abseitslinie einzeichnen. Ich kann es immer noch nicht erkennen, ob das Spiel im Abseits war oder nicht.
Nichtsdestotrotz darf ich euch jetzt noch viel Spaß mit dem restlichen Video wünschen. Meines Erachtens nach klar kein Abseits, Gizzi hat sofort Abseits gehoben. Naja. Elfer! Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Handspiel an Elfmeter war, aber Entscheidung steht, es gibt kein VR, deswegen jetzt Elfmeter für Rapid. Oder der Schiedsrichter erklärt er minutenlang, wie die Leute reinlaufen dürfen und wir nicht in einem scheiß Test spielen. Fairmann! Große Chance für Rapid. Oh, ey. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön geschossen. Das nächste Tor gefallen. Roman Kerschbaum. Knasi. Schauen wir mal, wo es hört. Danke. Fans sind gut drauf, 2-2, Rapid oder ausgeglichen mit dem Elfmeter. Schauen wir mal, was noch drin ist in dem Spiel. Was sagst du, 4 Tore sind gefallen im Spiel bisher? Aschparti. Nein, er geht aber die Timberverteidiger. Er dreht es weg vor Frust. Ziehen wir mal mit sehr, sehr großer Chance jetzt komplett drauf. Oh, so steigen wir. Und dann kickt er einfach diese Ballablagefläche weg. Aber sehr geil, sehr gute Chance. Rapid hätte jetzt schon 3-2 vorne sein können. Vor allem auch unerwartet. Wir haben vorhin gesagt, wir müssen auch mit 2-0 dachte, ja, Rapid geht da 4-5-0 unter heute. Aber nach dem Wechsel in der Halbzeit für Rapid, ja, Melvin, ich muss sagen, spannendes Spiel auf jeden Fall. Aber nach dem Wechsel in der Halbzeit geht Rapid steil auf und Schalke. Ist mir so eine gute Performance. Ja, der ist wieder. Oh! Bist du deppert? Jetzt geht's richtig rund, aber. Sehr geil, jetzt geht das Spiel richtig rund. Chance auf der einen Seite, Chance auf der anderen Seite. So, das erwarten wir uns. Jungs, ihr hört es, ich mach es schon zum 5. Mal oder so. Ui. Oh, der verliert den Ball! Hey! Fett! Hey! Bist du doppelt? Er kriegt die gelbe Karte! Der Spieler hat jetzt die gelbe Karte bekommen, weil er sich beschwert hat. Euer Roman wieder hier. Meines Erachtens nach klares Foul. Wie der Schiedsrichter nicht auf 11 Meter entscheiden kann, weiß ich nicht. Er macht's nicht. Sag ich ja. Bajic kann's nicht machen. Ante Bajic, Bro. Das war wieder Ansage. Ante Bajic ist leider nicht der beste Spieler, muss man sagen. Geholt von Ried, bei Ried sehr effektiv, aber bei Rapid geht irgendwie nichts mehr. Paul, falls du das Video siehst, frohe Weihnachten. Die spielen kurz auf den 19er. Oh. Das war auch ein Foul am Tormann. Sicher. Abseits wieder, bitte oder? Spiel ab! Nein, nicht abspielen! Oh mein Gott! Was ist da gerade passiert? Schlechter Pass, krasse Parade vom Tor, aber da muss er doch rauskommen. Keine Flanke, bitte nicht. Ich gebe ihm alles zurück. Schlusspfiff in dem Spiel. 2-2. 2-2 schon, was sagst du, Spiel? Gute Partie, 2-2. Mal in Ordnung. Vorbereitungsspiel, internationales Vorbereitungsspiel. Kann man sich nicht beschweren. Ich finde auch viele Torszenen. Vier Tore kann man sich beschweren. Sollte ein geiles Video werden. Was war besser, Essen oder Spiel? Ich verweigere die Aus. Ich bin zu Hause angekommen und ich muss sagen, sehr geiler Tag, gutes Essen, unterhaltsames Spiel, kann man sich wirklich nicht beschweren. Ich hoffe, euch hat der Vlog wie immer gefallen, deswegen Daumen nach oben da lassen, Kommentar da lassen und ein Abo da lassen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und in dem Sinne freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Und deswegen haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.